Moin und willkommen bei FlixFlex. Heute ein kleines vorverlegtes Video von den Einnahmen im November. Das liegt daran, dass ich am 1. Dezember ein neues kleines Projekt hier auf YouTube bringen werde. Daher habe ich mir überlegt, nehme ich das Einnahmenvideo einfach einen Ticken vorher auf. Sollte jetzt, glaube ich, auch kein Problem sein. Wir fangen direkt an mit NBA. Wir sehen hier, der US-Markt, der ist tatsächlich jetzt ein bisschen angelaufen. Ich hatte ja im letzten Video schon erwähnt, dass ich hier schon seit ein paar Monaten was drauflade. Wir sehen hier, diesen Monat haben wir die 10 Verkäufe geknackt bisher. Ich hoffe, dass in den nächsten Tagen vielleicht auch noch so ein, zwei dazukommen. Das sollte dann schon mal ganz gut aussehen. Und auch im Dezember hoffe ich, dass wir die Zahl auf jeden Fall dann knacken werden. Sind wir bei 40 Dollar Royalties ungefähr, was schon mal sehr gut ist für die 10 Verkäufe. Hier habe ich auch die Royalties pro Sale nochmal ein bisschen höher als auf dem deutschen Markt. Da gehen wir jetzt einmal drauf. Hier haben wir in diesem Monat bisher 115 Verkäufe, womit ich sehr zufrieden bin. Wir sehen auch in den letzten hier Tagen, Donnerstag, Freitag, 9 Verkäufe, was ziemlich gut ist. Ich merke zumindest hier den Anstieg der Sales gerade jetzt im Verlauf der letzten Tage und Wochen. Im Monatsvergleich sieht das auch ziemlich gut aus. Wir haben den Oktober bisher deutlich geschlagen. Ich denke mal auch in den nächsten Tagen, so in den nächsten 2-3 Tagen kommen noch ein paar Verkäufe obendrauf, dass wir so bei 120, 125, wenn es gut läuft, irgendwie am Ende des Novembers landen. Und dann der Dezember, denke ich mal, sollte auch relativ gut klappen, dass ich dann auch hoffentlich zumindest gegen Weihnachten rum oder Neujahr dann auch im T2000 endlich bin. Würde mich freuen. Ich hoffe dann auch, dass ich da endlich mal den Werbeaccount bekomme. Den habe ich immer noch nicht. Also bei mir ist hier alles rein organisch. Und dann sollte es auch noch mal ein bisschen schneller und so vorangehen. Genau, kommen wir mal zu Spreadshirt. Lief auch richtig gut. Wir sehen hier den Ausreißer mit 57 Euro. Okay, gehen wir nochmal auf Sales. Genau, mit 17 Sales. Das war auch am Black Friday direkt. Also da sieht man auf jeden Fall, dass es der Tag auf jeden Fall ein bisschen was gebracht hat. Auch sonst im November, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Haben wir jetzt insgesamt 113 Verkäufe. Im Vergleich zum letzten Jahr gar keine große Steigerung, beziehungsweise jetzt sogar noch eigentlich gar keine Steigerung, sondern eher ein Rückgang. Finde ich ein bisschen schade, weil ich habe mehr als doppelt so viele Designs mittlerweile online als wie letztes Jahr halt. Darum ist das ein bisschen, wirkt so, als wäre die Arbeit umsonst. Kann man jetzt natürlich nichts machen. Beklagen tue ich mich jetzt nicht, denn von Royalties 340 jetzt in dem Fall nimmt man auf jeden Fall mit. Also das, da sage ich nicht nein, aber es ist natürlich ein bisschen schade, dass wenn man das Jahr über relativ viel hochgeladen hat, dass man nicht diesen Anstieg auch wirklich merkt. Ja, ich mache mir mal Gedanken im Laufe der nächsten Monate, ob ich Spreadshirt weiter mitspielen werde. Ich denke mal schon, aber es ist wie gesagt einfach ein bisschen ungünstig. Ganz im Gegenteil dazu ist auf jeden Fall KDP, denn das läuft extrem gut. Hier im November sehen wir, dass wir einen Tag sogar hatten mit 13 Verkäufen. Das war eine relativ große Bestellung mit einmal 6 und einmal 3 Verkäufen. Zufälligerweise auch von den Designs, die ich hier im Skalierungsprojekt hochgeladen habe. Also da sieht man deutlich, wie diese Designs, die ich dahingehend hochgeladen habe, hier Anklang finden auf KDP. Also das ist richtig krass, wie oft ich hier 5, 7, 9 generell viele Verkäufe auf KDP habe. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber das läuft diesen Monat extrem gut. Wir sehen hier auch schon, dass es diesen Monat 400 Euro einfach bisher sind, was einfach deutlich besser ist als Spreadshirt und NBA. Was ich am Anfang nie damit gerechnet hätte, aber ist halt mega geil. Ich werde jetzt auch nochmal irgendwo diese finale Summe einblenden für diesen Monat. Ich glaube, zumindest hoffe ich das, dass ich über die 1000er Marke gekommen bin. Das wäre natürlich einfach ein richtig cooler Meilenstein, über 1000 Euro Umsatz in einem Monat gemacht zu haben. Genau, ich denke, das waren die drei Plattformen. Ich habe jetzt letztens angefangen, auf TeePublic nochmal ein bisschen hochzuladen, aber da kam natürlich noch nichts warum. Es war jetzt erst vor einem halben Monat oder so, habe ich angefangen. Da werde ich dann vielleicht im nächsten Jahr oder so mal berichten und schauen, ob sich da irgendwas draus entwickelt hat. Aber ansonsten soll es das fürs Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag und yes, ciao, ciao.